Jetzt habe ich neben mir den TT Gamer. Hallo TT, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut, wunderbar. Schönes Wetter, viel zu warm, aber ist alles gut. Wie gefällt dir bis dahin die Gamescom? Du bist ja jetzt schon mittlerweile 3 Tage da. Die Gamescom ist eigentlich, ja, ich finde es recht geil. Also von den Leuten her, wirklich Daumen hoch, von den Leuten her ist sie mega geil. Von den Spielen her muss ich ganz klar sagen, also was ich so finde, so Ubisoft ist da weit vorne mit Rayman Legends, Far Cry, Assassin's Creed, was die alles, Zombie U, ja, was die alles mitbringen. Ansonsten muss ich sagen, so von den anderen ist jetzt nicht so viel für mich dabei, aber Gamescom so im Komplettpaket ist schon eine geile Sache, muss ich sagen, ja. Ubisoft hat ja jetzt die Wii U gezeigt und wie findest du die Wii U bisher dahin? Ich habe ja Rayman gespielt mit der Wii U, mit dem Controller, so groß sage ich mal, liegt richtig geil in der Hand. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich kann die kritischen Stimmen nicht ganz so verstehen. Also ich freue mich sehr. Und, ja. Du bist ja Nintendo Wii-Spieler und meine Frage ist, glaubst du dadurch, dass Nintendo hier nicht vertreten ist, dass sie Wii U an Zahlen verliert, also an Kunden? Ja, das ist schwierig, schwierig, sag ich mal. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, so vorteilhaft, dass sie nicht da sind, ist natürlich nicht. Aber ich meine, Ubisoft hat ja, wie gesagt, die haben ja 2 Top-Titel da mit Rayman und Zombie U. Zombie U ist ja sogar Exklusivtitel, ja. Kommt nirgendwo anders. Also insofern, die Wii U wird ja schon präsentiert irgendwo, gerade auch im Pressebereich. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wirst du die dir denn auf jeden Fall kaufen, glaube ich, oder? Ja, also sobald die im Saturn, sobald die gelistet haben und die vorbestellen kann, gehört die mir. Mit welchen Titelversionen? Wahrscheinlich mit Rayman Legends und vielleicht doch noch ein Titel, oder? Rayman Legends soll ja kommen, Zombie U soll auch zum Release kommen. Ich glaube, Super Mario Bros. Wii U soll auch zum Release kommen. Das heißt, wenn ich ein bisschen gespart habe, dann hole ich mir alles. Sauber. Du bist ja auch schon seit sehr langem Let's Player und bist jetzt auch beim Gronkh.de-Team. Was fasziniert dich beim Let's Playen so? Ja, es macht einfach Spaß. Ja, also man stellt sich ja hin, man spielt die Spiele, man hat unglaublichen Spaß dabei, irgendwas zu labern, zu kommentieren, aber gerade dann eben auch das Feedback darauf zu kriegen, lustige Stellen irgendwie mit den Zuschauern zu teilen. Das ist das, was mich da ganz besonders dran interessiert. Was ist das Wichtigste an Let's Playen für dich? Ist das Commentary wichtiger als das Spiel oder muss da eine gute Mischung da sein? Ja, ich finde, das Commentary ist das Wichtigste. Also die Vermittlung. Ja, man kann wirklich das größte, dämlichste Spiel spielen, ja? So wie Scrong zum Beispiel, man kann Pony Reiterhof spielen, irgendwas, ja? Wenn das Commentary gut ist, wenn die Figuren geil synchronisiert sind oder so, dann guckst du dir auch das an. Ja, also ich finde, das Spiel steht eher so ein bisschen im Hintergrund, sondern das Commentary, der Mensch an sich steht da eher im Vordergrund, finde ich. Du spielst ja sehr oft Binding of Isaac. Wie viele Stunden verbringst du mit diesem Spiel? Ja, ich glaube, also Steam zeichnet das ja alles ganz schön für mich auf da. Ich glaube, 200 Stunden, ein bisschen mehr, glaube ich. Sehr viel. Ich spiele ein anderes Skyrim 2-mal durch immer. Du spielst ja grundsätzlich alles. Was ist denn dein schlechtes LP und was findest du, war das beste LP von dir? Ja, das beste fand ich bisher Super Mario Galaxy 2. Das fand ich irgendwie, das war so die perfekte Mischung, sage ich mal. Also ich bin eher so der Mario-Typ. So storylastige Sachen sind nicht so. Das schlechteste, weiß ich nicht. Also habe ich echt keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe mit Kiddo schon mal ein paar Fragen, die ich dir jetzt ausstellen würde. Und zwar, das Let's Playen ist ja mittlerweile, dass ihr Geld bekommt. Wie findest du das? Ist es besser als ein Nebenjob und kannst dir vorstellen, dass du mal auch vielleicht Vollzeit-YouTuber wirst? Ja, aber besser als ein Nebenjob, es ist ein Nebenjob, kann man so eigentlich sagen. Ja, also selbst wenn es kein Geld dafür geben würde, würde ich es machen. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel keine Frage, weil für mich steht der Spaß im Vordergrund. War ja auch 1,5 Monate ungepartnert, das ist egal. Es ist eine schöne Nebensache, wenn man mit seinem Hobby Geld verdienen kann, sage ich mal, wenn man dafür was kriegt. Ja. Und es ist Arbeit. Ja? Also wo andere, sage ich mal, den Abend von, weiß nicht, 6 bis 24 Uhr Kellnern gehen, sind wir dann eben nebenauf, schneiden das ganze Zeug, kümmern uns irgendwie die Community, lesen Kommentare, beantworten Nachrichten. Also es ist schon ein ordentlicher Job, aber Vollzeit-YouTuber kann ich mir nicht vorstellen. Also, könntest du dir vorstellen, in dieser Richtung zu arbeiten, in den Medien, in der Mediengesellschaft oder zum Beispiel hinter den Studios zu schneiden oder Videos zu bearbeiten? Ja, ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Also vorstellen könnte ich mir das schon, aber es ist mir eigentlich zu unsicher. Also die Medienbranche ist, du bist gerade da und morgen da unten. Das ist einfach unberechenbar.
es kommen bessere und du bist weg. Deswegen möchte ich eigentlich irgendwie eine solide Grundlage haben und möchte sagen, okay, ich habe die Grundlage, wenn es nicht klappt, dann mache ich was anderes. Let's Play ist ja sowas wie ein Unterhaltungsfaktor für viele. Kannst du dir auch vorstellen, dass du dadurch auch, dass du Let's Plays ein Spiel vermittelst und dafür sorgst, dass sich einige Zuschauer vielleicht sich das Spiel kaufen würden? Ja, das ist wirklich in der Tat so. Also ich hab's schon oft gehabt, dass viele mir Nachrichten geschrieben haben, danke, dass du das Let's Played hast. Durch dich habe ich mir das Spiel auch geholt, ist ein mega geiles Spiel. Also das auf jeden Fall. Let's Plays sind meiner Meinung nach eine extrem gute Werbung. Du machst ja auch ein Let's Play mit Kiddos. Würdest du uns mal ein kleines Geheimnis raus sagen oder vielleicht irgendwas zu sagen zu diesem Together-Projekt zwischen dir und Kiddos? Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, weil wir momentan so kaputt abends sind, dass da keine Zeit mehr bleibt. Also dieses Together-Projekt ist immer noch ominös, geheimnisvoll und nicht bekannt. Sehr informativ, würde ich sagen. Also da stehen schon zwei Fragezeichen wieder im Kopf. Du Let's Plays ja auch öfter mal Nintendo Wii-Spiele. Wie viel Zeit nimmst du dir für solche Projekte? Also wie regelst du das mit der Zeit? Weil du bist ja auch wie ich Abiturient und bist jetzt in der 13. Klasse und vor dir stehen ja auch die Prüfungen. Wie kriegst du das denn zeitmäßig hin? Ja, also ich hab bisher das Glück gehabt, dass ich für die Schule nicht so extrem viel machen musste wie andere vielleicht. Deswegen geht das bei mir immer noch ganz gut. Also ich passe im Unterricht auf, das reicht meistens, sage ich mal. Und lerne dann halt so, sag ich mal, 2-3 Tage vorher. Hausaufgaben müssen auch gemacht werden, klar. Aber ich mache dann halt immer dann, wenn ich Zeit habe. Wenn irgendwie Freizeit ist, dann setze ich mich halt hin, nehme auf und schneide das dann parallel. Versuche immer mal so in kleinen Pausen, die man vielleicht vom Lernen macht, dann eben was dafür zu tun. Was passiert denn noch alles in deinem Kanal? Was wird dieses Jahr noch so an Spielen erscheinen? Oder hast du vielleicht ein paar Überraschungen, dass die Zuschauer vielleicht doch mal mehr werden? Oder glaubst du, du bringst jetzt die Bombe raus quasi? Ja, die Bombe kann man ja nie wirklich vorausplanen, sage ich mal. Nee, ich weiß es ganz ehrlich noch nicht. Also ich überlege immer neue Formate, versuche mir da was Cooles auszudenken, aber was genau jetzt dieses Jahr noch kommen wird, habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Was würdest du denn kleine Let's Player empfehlen, wenn sie jetzt gerade eingestiegen sind und versuchen jetzt auch so wie du ein Gronkh.de-Mitglied zu werden oder versuchen wenigstens 1000 Abonnenten zu bekommen? Was würdest du denen für Tipps geben? Die sollten auf jeden Fall eine anständige Qualität bringen. Es muss nicht die Überqualität sein, es muss nur einfach angenehm sein. Das Problem ist, die Qualitätsansprüche steigen halt auch immer, da es mehr größere Let's Player gibt, die einfach Überqualität haben und dann werden die Kleinen daran gemessen. Ich würde einfach den Tipp geben, einfach natürlich sein, den Spaß nicht verlieren. Naja, okay, wenn man keinen Spaß hat, macht man es wahrscheinlich nicht. Einfach Spaß haben und sich ruhig auch in Kontakt mit anderen YouTubern setzen. Heißt jetzt nicht, man hat gerade angefangen und geht hin zum Beispiel und sagt, komm, mach mal ein Together oder so. Nein, das Beste ist eigentlich, und so ist es bei uns eigentlich allen, ob Mitchell, Sepp, ich, wie auch immer, wir haben uns kennengelernt, als wir alle relativ klein auf der gleichen Höhe waren. Und so wächst man dann eben zusammen. Und das ist eigentlich so das Beste, sag ich mal. Dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken für dein Interview, war sehr informativ. Und ich hoffe, du und Kiddos und hier die ganzen anderen Let's Play, hoffentlich werdet ihr noch größere Projekte für uns haben und dass ihr auch erfolgreicher wird. Und dass ihr mal nicht mehr hinter Gronkh steht, sondern mal auch vor Gronkh. Hoffen wir mal, ne? Gut, ja, danke dir. Vielen Dank auch an dich.